Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Fatal Tots Mbappé. Wir gehen heute wieder rein in die Folge und wollen direkt mal schauen, welches Paar heute gewonnen hat. Aber da haben wir ein bisschen was zu regeln, denn ich bin mir zu 99% sicher, dass die Abstimmung gekauft bzw. gebottet wurde. Und zwar Paar 1 war Roberto Carlos und Hakimi. Damit wäre alles auf voller Chemie gewesen und sind wir ehrlich, das Paar ist geiler als das zweite Paar. Ich habe kein Problem damit, wenn alle auf einmal für das zweite Paar sind, aber in meinem Chat auf Twitch war schon jeder für Paar 1, das war schon mal merkwürdig und in den ersten 1-2 Stunden, nachdem das Video online gegangen ist, hat das erste Paar deutlich geführt, dann hat allerdings das zweite Paar komplett aufgeholt. Wir können es hier sehen, Paar 2 hat mit 76% gewonnen und 5.800 Leute haben abgestimmt. Das Video stand jetzt 20.000 Aufrufe. 5.800 haben hier mitgemacht und 4.444 haben für Paar 2 abgestimmt. Wenn ich mir hier aber die Kommentare auf YouTube anschaue, ihr müsst hier oben beim Cursor schauen. Paar 2 habe ich eingegeben in den Kommentaren. Hier sehen wir, 22 Leute haben Paar 2 in die Kommentare geschrieben. Wie viele haben denn Paar 1 geschrieben? Ja, 217, was ist da denn los? Das sind 90%, die in den Kommentaren eigentlich für Paar 1 sind. Hier bei Strawpoll hat allerdings das Paar 2 mit 76% gewonnen. Auf Twitch war auch schon jeder für Paar 1, also das kann hinten und vorne nicht stimmen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das gefaked wurde und dass da irgendjemand bei Strawpoll Stimmen gekauft hat. Ist ziemlich schade und finde ich irgendwie ein bisschen traurig, aber naja, wir werden trotzdem jetzt das Paar 1 nehmen, weil eigentlich jeder dafür war. Es ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Das Ding ist auch, das Video hat 20.000 Aufrufe. Hier haben 5.800 Leute mitgemacht. Das letzte Video hatte 30.000 Aufrufe und da haben nur 3.000 Leute mitgemacht. Komisch, oder? Also das ist ganz, ganz klar gefaked. Von dem her werde ich jetzt keine Strawpoll-Umfragen mehr machen. Schreibt mir in Zukunft einfach eure Meinung, welches Paar gewinnen soll, in die Kommentare. Denn ich kann das hier über die Kommentare auch ganz gut filtern mit Paar 1, Paar 2. Dann sehe ich hier oben, wie viele Leute haben Paar 1 geschrieben, wie viele Leute haben Paar 2 geschrieben. Falls man noch abstimmen kann über die YouTube-Abstimmung, dann packe ich euch das auch in die Infobox. Könnte sein, dass es immer noch geht. Eigentlich wollte YouTube das abschaffen, aber es scheint immer noch zu gehen. Und ja, gewonnen hat dadurch dann auf jeden Fall das Paar 1 mit Roberto Carlos 88 und 91er Hakimi und ich würde sagen, die holen wir ins Team. Boom, da haben wir sie, Roberto Carlos 88er und der 91er Hakimi. Ja, das waren die wahren Gewinner und nicht diese Fake-Abstimmung auf Strawpoll. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Kollegen, der sich dafür irgendwie die Zeit genommen hat, um das zu botten oder irgendwie Stimmen gekauft hat. Keine Ahnung, absolut hobbylos, aber naja. Wir werden uns davon nicht abbringen lassen. Wir gehen heute rein, brauchen die letzten 4 Spieler. Da haben wir schon was Cooles überlegt. Mal schauen, in welche Richtung es am Ende geht. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt meine Sponsoren Smilodogs und Emporchi ab. Links sind unten in der Videobeschreibung. Den Rabattcode kennt ihr bereits. Julius5 bei Emporchi und Julius10 bei Smilodogs. Würde mich auf jeden Fall freuen. Danke für den Support. Und dann würde ich sagen, los ich meine heutigen Gegner aus. Das Ganze wird hier wieder live auf Twitch aufgenommen. Falls ihr mir dort noch nicht folgt, macht das unbedingt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in Spiel Nummer 1. So, unser erster Gegner ist ausgelost, der gute Silvan. Sein Team seht ihr hier und er ist Elite 3 bis 2 Spieler. Hat einfach den Neymar Tots, Mbappé in Form, Cristiano Ronaldo Tots, Cuadrado Tots und natürlich noch einen roten Ter Stegen im Tor. Also das wird unfassbar ekelhaft, vor allem weil wir einen Silberkeeper im Tor haben. Also ich habe keine Ahnung, ob das was wird heute. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, so wenig Gegentore wie möglich zu bekommen. Vielleicht den Sieg zu holen und im Notfall müssen wir es halt im zweiten Spiel richten. Aber das könnte jetzt schwer werden. Boah, schöner Pass auf Mbappé. Ah, wäre wichtig gewesen, hier in Führung zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob er gemoved hat. Sah nicht so schlecht aus. Stark, Pelé. Komm. Mbappé. Och, nicht schon wieder. In der letzten Folge schon so oft Pfosten getroffen. Heute schon wieder. Es ist unfassbar. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aus
gleichende Gerechtigkeit. Er trifft auch den Pfosten. Mit ein bisschen Pech legt sich mein Torhüter auch das Ding selbst ins Tor. Komm, Mbappé. Dieser Testing, es ist zu krass. Ah, wir könnten schon 1-0 führen, bin ich ehrlich. Komm, Simon. Simon, was ist los hier? Also, so langsam wäre ein Tor verdient, würde ich fast sagen. Alles klar, keine Ahnung, wie der durchkommt. Zu krass. War halt sein erster richtiger Schuss, würde ich fast sagen. Okay, das Posten, den kann man noch dazu nehmen, aber es ist halt typisch, ohne Spaß. Moin, Meister. Nein, nein, es ist zu krass, Mann. Es ist zu krass, minus 80k. Komm, Mbappé, let's go. 70k für ein Mbappé-Tor ist auf jeden Fall nice. Damit nur noch bei minus 10k. Das ist in Ordnung. Boah, fast durchgelackt, Alter. Na, das ist halt auch schon wieder RIP. Wir haben unser Team nicht so gut durchdacht gebaut. Wir haben jetzt die größte Rotzabwehr zusammen mit einem Keeper, Silberkeeper. Also, das ist schon sehr ekelhaft. Gut, damit verlieren wir das erste Spiel mit 3 zu 1 und bei minus 50.000 Münzen. Ich sag mal, ja, also über den Verlauf von dem Spiel bin ich auf jeden Fall unzufrieden. Aber was soll man machen bei einem Silber-Keeper plus zwei Silber-Innenverteidigern? Hat er am Ende ganz gut gemacht. Statistik ist sogar relativ ausgeglichen. Gut, wir brauchen das zweite Spiel, um das wieder gerade zu biegen. Ich bin guter Dinge. Abwart. So, der zweite Gegner ist ausgewählt, der Emton. Er spielt mit folgendem Team, mit Simon Tots, Ben Yedda, Bakayoko, Witzel, Courtois, Varane und Hernandez, warum auch immer Hernandez. Aber wir müssen Vollgas geben, wir sind bei minus 50.000 Münzen, die müssen wir uns zurückholen und das werden wir jetzt versuchen. So, wir gehen rein ins zweite Spiel, gegen einen HSV-Fan übrigens, das wird lustig. Oh, und wie schön! Let's go, 1-0. Mbappé, 70.000 Münzen, damit sind wir schon mal aus der Schuldenfalle raus und stehen bei plus 20.000 Münzen, also damit kann man was Geisteskrankes holen. Komm, Mbappé, mit links, sauber. Zweites Mbappé-Tor, damit sind wir bei 90k. Noch ein Tor würde extrem weiterhelfen, dann das wäre der Hattrick-Bonus. Stehen lassen, kurzes Eck. Courtois im Kasten rettet. Simon, let's go. 40.000 Münzen. Wir brauchen das dritte Mbappé-Tor, aber nimmt man trotzdem mit. Oh, das ist wunderschön. Und das ist das Tor. Endlich mal nicht Pfosten. Gut, es war Pfosten, aber der Pfosten hat uns heute jetzt mal hier gerettet. Und damit bekommen wir 70k fürs Tor, sind bei 200k plus Hattrick-Bonus 300.000 Münzen. Und damit sieht das erste Spiel schon gar nicht mehr so schlimm aus. Oh shit. Ben Yedda auf und davon. Das ist der Anschluss. Das ist der Anschluss. 40.000 Münzen wieder weniger, sind wir bei 260.000. Nein, was ist denn jetzt los? Wieder minus 40.000, 220.000. Komm, Mbappé, let's go. Ganz, ganz wichtiges Tor. Wieder 70.000 Münzen obendrauf. Müssen wir wieder bei 310 sein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was ist das? Oh Mann, Alter. Wieder 40.000 Münzen weg. 270k. Eieiei. Eieiei, Emton hat echt stark gespielt gegen Ende, also zweite Halbzeit hat er komplett aufgedreht, war zu krass. 270.000 Münzen müssten es am Ende sein, die nehme ich definitiv mit. Nach den zwei Spielen waren auf jeden Fall zwei richtig spitzige Spiele, Grüße gehen raus an Emton und an den Silvan. Aber ich denke, mit den Münzen können wir trotzdem was ganz Gutes hier rausholen, dann würde ich sagen, kommen wir zur Paarauswahl. So, wir kommen zur heutigen Paarauswahl. Wir haben wieder zwei richtig geile Paare am Start. Paar Nummer 1, Osimhen. Grüße gehen raus an Max Malle.
Trotzkarte am Start. 99 Tempo, 95 Schuss, 93 Dribbling. Leider nur 3 Sterne Skills. Mit 4 Star Skills wäre der geisteskrank, bin ich ganz ehrlich. Aber so ist er in Ordnung, würde ich sagen. Aber schnell ist er definitiv. Zusammen mit der Innenverteidiger-Legende Thiago Silva. Auch eine sehr, sehr geile Karte. Dem fehlt nur so ein bisschen das Tempo. Ansonsten hat er extrem kranke Verteidigungswerte. Füße sieht auch sehr, sehr stark aus. Dribbling ist nicht schlecht. Passen kann er. Und sogar der Schuss ist einigermaßen stabil. Oder ihr entscheidet euch für Part 2. Damit würden wir nochmal in eine andere Liga gehen. Und zwar Josef Martinez. Genau wie Osimhen. 99 Tempo. Genau wie Osimhen. 95 Schuss. Aber Martinez bringt die 4-Star Skills mit. Der ist absolut perfekt für die Meta. Den habe ich auch in meinem Xbox RTG Team auf der Bank. Und der rasiert immer komplett. Deswegen finde ich das zweite Paar definitiv geiler. Robinson ist zwar deutlich schneller als Thiago Silva, kann dafür halt nicht so gut verteidigen, würde ich sagen, aber ich denke, mit seinem Tempo kann er das ganz gut ausgleichen. Also ich bin heute ganz ehrlich, ich bin eher Tendenz bei Part 2, aber die Entscheidung liegt natürlich bei euch, ob ihr lieber Part 1 oder Part 2 sehen wollt. Heute leider keine Straw-Poll-Umfrage, sonst kommt wieder irgendjemand und bottet das Ganze und stimmt für irgendein Paar ab und das gewinnt dann mit 99%. Grüße gehen raus, danke auf jeden Fall dafür beim letzten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt meine Sponsoren Emporgy und Smilodogs ab. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung, da bin ich raus für heute. Wir sehen uns auf Twitch wieder. Weekend League, macht es dann gut, haut rein und ciao.